In diesem Video will ich das erste Mal das LibreOffice Calc verwenden. Calc ist ein Tabellenkalkulationsprogramm und ersetzt in gewisser Art und Weise Microsoft Excel. Was wir hier machen können, ist eben Tabellen anlegen und auch einfache Berechnungen in den Tabellen durchführen. Ich habe mir jetzt als Beispiel mal drei Widerstände genommen, R1, R2 und R3, jeweils angegeben in Ohm. Und an diese drei Widerstände wird jeweils eine Spannung angelegt, 0 Volt, 1 Volt, 2 Volt, 3 Volt und so weiter. Und wir wollen gleich die Ströme ausrechnen, die dabei fließen würden. Wir können das auch anders interpretieren, dass das jetzt wirklich hier eine gemessene Tabelle ist, also dass das hier wirklich Messdaten sind. Ich habe hier drüber mal Messdaten geschrieben. Und in dem nächsten Video wollen wir das Ganze dann als Diagramm mal darstellen. Aber zunächst mal wollen wir hier ganz einfach rechnen, nämlich wir wollen, ohne dass wir jetzt hier händisch Werte ausrechnen, mithilfe des Ohmschen Gesetzes mal angeben, was hier wohl für Ströme zu erwarten sind. Formeln in LibreOffice Calc sind dafür da, um zu rechnen. Eine Formel wird grundsätzlich gestartet mit einem Gleichheitszeichen, das heißt, wir klicken in die Zelle rein und das erste, was wir machen, ist gleich. Jetzt ist er im Formelmodus. Das heißt, wir können ihm jetzt sagen, was er rechnen soll. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass man das in Excel vielleicht schon mal gemacht hat. Was man hier jetzt tun kann, ist Formeln zu imitieren. Zum Beispiel würden wir jetzt sowas sagen wie, der Strom lässt sich berechnen durch die Spannung, die wir anlegen, geteilt durch den Widerstandswert. In unserem Falle wäre das sowas hier. Wir gehen hin und nehmen den Wert aus der ersten Spalte. Das ist die Adresse A6, also erste Spalte A, sechste Zeile 6 und teilen diesen Wert, das ist ein normaler Slash, durch den Widerstand R1. Was wir hier gerade gemacht haben, ist quasi I gleich U durch R. Jetzt haben wir hier einen Wert ausgerechnet, der ist 0. Das ist wenig verblüffend. Wir haben 0 Volt angelegt, dann fließen auch 0 Ampere Strom. Wer hätte das gedacht? Des Weiteren habe ich hier angegeben, dass ich das Ganze gerne in Milliampere angeben möchte, während ich aber die Spannung in Volt angebe und den Widerstand in Ohm angebe. Um hier dieses Milli zu kompensieren, muss ich jetzt, und da darf man dann mal noch drüber nachdenken, wenn das nicht klar ist, das Ganze mit 1000 kompensieren. Also mal 1000 würde mir jetzt den Strom in Milliampere liefern, macht bei 0 natürlich herzlich wenig Unterschied. Jetzt möchte ich das Ganze übertragen und möchte auch den zweiten Strom auf gleiche Art und Weise berechnen und es ist klar, dass auch hier 0 rauskommen wird und dass auch hier 0 rauskommen wird, denn egal wie groß der Widerstand ist, wenn ich keine Spannung anlege, fließt halt auch kein Strom. Des Weiteren will ich gleich automatisch ausrechnen, was passiert, wenn ich 1 Volt anlege, wenn ich 2 Volt anlege und so weiter und so fort. Und dazu gucken wir uns jetzt an, wie das geht. Und zwar ist es so, dass wir hier Zellen angegeben haben. Wir haben ihm gesagt, bitte in A6 nachgucken und diesen Wert durch das, was in B3 steht, teilen. Diese Zellangaben kann man nun auf andere Zellen übertragen. Und zwar gibt es, wenn man eine Zelle markiert hat, hier unten so einen kleinen Knubbel, sag ich mal. Das ist ein Quadrat. Und wenn man hier mit dem Cursor drauf geht, wird er zu so einem Kreuz. Und wenn ich auf diesem Kreuz bin, kann ich per Drag and Drop die Zelle quasi ziehen. Wenn man das macht, steht hier überall 0. Und wenn man jetzt mal in die Zellen reinguckt, was da jetzt passiert ist, stellt man fest, es war ursprünglich mal A6 und B3. Wenn ich jetzt in der nächsten Spalte nachgucke, steht hier B6 und C3. Das heißt, aus dem A wurde ein B, aus dem B wurde ein C. Das heißt, eine Spalte rechts weiter führt dazu, dass er in der Formel alle Spaltenbezeichnungen um 1 erhöht, also aus allen A's ein B's macht, aus allen B's ein C's macht und so weiter. Womit wir schon das erste Problem haben, denn wir sehen ja, dass A unsere Spannung ist und genauso wie hier A6 steht, soll ja eigentlich auch in dieser Formel A6 stehen. Wir können jetzt zwar hingehen und hier händisch A hinschreiben, das wäre in Ordnung, aber das geht vielleicht auch intelligenter. Wenn wir jetzt mal in die dritte Spalte gucken, steht hier entsprechend C6, was auch wenig Sinn ergibt. Also auch hier sollte eigentlich A stehen. Das Ganze händisch zu machen geht natürlich, aber das muss natürlich intelligenter gehen. Geht es auch. Und zwar kann man, wenn man vermeiden möchte, dass dieses Spaltenhochzählen passiert,
vor die entsprechende Spaltennummer ein Dollarzeichen setzen. Dieses Dollarzeichen heißt jetzt, wenn ich nachher an dem Quadrat ziehe und das quasi kopiere in weitere Spalten, halte bitte die Spalte A fest und inkrementiere die nicht, also erhöhe die nicht. Das mache ich jetzt mal. Ne? Wir sehen, hier ist das Dollarzeichen. Ich nehme die Zelle und ziehe wieder rüber und stelle dann fest, hier steht überall A. Das habe ich zwar eben auch händisch geändert, also man könnte jetzt behaupten, es ist einfach gar nichts passiert. So zur Sicherheit ändere ich das hier nochmal manuell auf C6. Ne, hier steht jetzt $C6 und ich ziehe es nochmal rüber und wir sehen, hier steht $A6. Das funktioniert also wirklich. Wenn ich ein Dollarzeichen also irgendwo vorsetze, wird die entsprechende Spalte in dem Falle fixiert. Das Ganze geht auch mit Zeilen. Würde ich jetzt hier einen Dollar hinsetzen und würde nach unten ziehen, dann würde die entsprechende Zeile fixiert. Und das brauchen wir jetzt auch, denn wir wollen jetzt das Ganze hier nach unten aufziehen. Das heißt, wir wollen nicht nur einen Strom für 0 berechnen, sondern eben einen Strom für 1, für 2, für 3. Und wir können genauso wie wir nach rechts ziehen können, auch nach unten ziehen. Und dann passieren hier spektakuläre Geschichten. Und jetzt müssen wir uns mal angucken, was hier eigentlich genau passiert ist. Wenn wir jetzt hier mal in die entsprechende Zelle reingucken, das war unsere Ursprungszelle, das ergab Sinn, nimm A6, das ist der, und teile ihn durch B3, das ist der. Und wir gucken uns jetzt mal an, was in der nächsten Zeile steht, dann steht da, nimm A7, das ist in gewisser Hinsicht ja richtig, er soll ja 1 Volt nehmen, aber teile es durch B4, das Dumme ist, in B4 steht gar nichts drin. Wann immer er, also Kalk, eine Rechenoperation mit einer leeren Zelle machen soll, interpretiert ihr die als 0. Also leere Zelle heißt rechnen mit 0. Deswegen sagt er hier Raute ist immer so der Indikator für irgendeinen Fehler, Diff durch 0. Er sagt uns gerade, ich muss hier durch 0 dividieren, das kann ich nicht. Das liegt daran, dass er diese Zelle eben nimmt, ne? Statt der. Was wir doch hier eigentlich machen wollen, ist in der U-Spalte, also in der Spannungsspalte, immer weiter runterlaufen, aber diese Zelle hier komplett fixieren. Das heißt, wir wollen doch eigentlich, dass B3 genutzt wird, aber dass B$3 genutzt wird. Und zwar deshalb, weil sich die dritte Zeile nicht ändern soll, wenn ich runterziehe, denn der Widerstand R1 bleibt ja bei jeder Spannung gleich. Also wenn ich das jetzt mache, stellen wir fest, es kommen hier relativ sinnvolle Werte raus. Jetzt kann man sich mal kurz überlegen, ob das stimmt. Also 1 Volt geteilt durch 100 Ohm sind tatsächlich 10 mA oder 0,01 Ampere. Passt. Bei 2 Volt ist es das Doppelte, passt auch. Bei 4 Volt dann wieder das Vierfache, ist alles in Ordnung. Also die Rechnung hier scheint richtig zu sein und zu funktionieren. Gleiches Spiel können wir jetzt natürlich auch wieder in den nächsten Spalten machen. Dazu gehe ich nochmal hin und kopiere diese Dollar-Dollar-Version hier rüber, weil hier fehlt noch das Dollar. Das könnte ich händisch reinschreiben oder ziehe es hier rüber. Ich ziehe es mal rüber und ziehe jetzt entsprechend nach unten auf und stelle fest, er rechnet auf jeden Fall schon mal irgendwas sauber aus. Jetzt können wir mal kurz überlegen, ob das alles so plausibel ist, was er hier so rechnet. Wir haben hier einen Widerstand, der ist 100 Ohm. Wenn ich 10 Volt anlege, fließen 100 mA. Das wirkt plausibel. Ich habe hier ferner einen, der ist doppelt so groß. Wenn ich also 10 Volt anlege, fließt nur halb so viel wie bei R1. Das ist auch plausibel. Und wenn ich hier einen 50 Ohm Widerstand nehme, der halb so groß ist wie 100 Ohm, dann fließt da der doppelte Strom von dem, was eigentlich bei R1 fließen sollte. Also was hier rauskommt, ist erstmal plausibel. So können wir einfache Rechnungen machen. Grundsätzliche Rechenoperationen, die wir haben, ist eben multiplizieren. Das machen wir mit einem Stern. Und dividieren, das machen wir mit einem normalen Slash, also mit einem normalen Schrägstrich, wie man es auch eigentlich kennt. Ferner hat natürlich Kalk diverse Operationen, die man so machen kann. Wenn wir mal auf den Funktionsassistenten klicken, dann sehen wir hier alle Funktionen, die standardmäßig in Kalk hinterlegt sind. Das kann man sich auch anzeigen lassen und sortieren lassen nach irgendwelchen Kategorien. Aber hier steht alles Mögliche drin, was man so im alltäglichen Leben gebrauchen kann. Detailliertere Betrachtungen von dem ganzen Krempel vielleicht mal in anderen Videos, das brauchen wir jetzt erstmal nicht.